Hallo meine Freunde, wir sind hier zurück bei Star Wars Battlefront 2. Mit dabei ist... Name vergessen. Unbekannte Person, sag Hallo. Ja, wir spielen Hallo. Hier, wie im letzten Let's Play angekündigt. Nicht angekündigt, aber gesagt, das ist hier die Spaceman von Aldora, von der Staffel 1, Episode 1, Klone auf Aldora. Das hier, so gesagt, die Map, was ich im letzten Part gesagt habe. Und im letzten Part hatten wir die Niederlage, wo der kleine, wie soll ich sagen, Fail entstand. Und ja, aber ich hoffe, diesmal kriegen wir keine Niederlage mehr. Ich muss mich einfach wieder einfinden, weil wir und meine Hände sind schon voll außer Power von dem Umzug. Von dem Umzug. Ich ja umziehe, wie ich schon im letzten und vorletzten Part gesagt habe. Und was ich diesmal nicht sage. Wenn, dann schaut euch die beiden letzten Parts an. Wie viele Parts hattest du denn erhofft zu machen, bevor du aufgibst? Keine Ahnung, was so viele, bis ich keine Lust mehr habe. Ja, mir macht so gesagt das Let's Play Spaß und die ganzen Filme, was ich hier hochgeladen habe, das macht mir auch Spaß. Alles. Ja, jetzt hier, wie ich es im letzten Part gesagt habe, jetzt hört ihr unsere Stille, weil uns immer beim Let's Play die Themen ausgehen. Ja. Kannst du auch mal deinen Kanal sagen, was du warst du oder so, was du die ganze Zeit machst? Ach so, ja, richtig. Ich fange jetzt auch an mit Battlefront 2 Let's Play. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen. Ich fange jetzt auch an. Ah, wie die Kampagne. Keine scheiß Schiffe. Jetzt muss ich warten, bis hier die Schiffe spawnen. Ah, da ist eins. Also du fängst jetzt da Schaden mit Let's Plays. Oder nur viel mehr. Oder ja, ich fange jetzt... Also ich mache jetzt neu. Also ich habe ja schon ein Let's Play angebrochen von Empire at War. Aber da hatte ich nicht lange Lust drauf. Was? Dann hatte mich die Dusche schon wieder verlassen. Kein Wort, das heißt angebrochen. Ja, ich habe es angefangen, aber noch nicht zu Ende gebracht, weil ich... Also momentan habe ich mehr Bock auf SCB-2 mit Mods. Das macht eindeutig mehr Spaß. Weil bei Empire at War, wenn man da Mods benutzen will, braucht man erstmal die andere Version da. Hier, Force of Corruption. Ich hab die noch nicht. Also ich habe beide eigentlich. Aber ich habe keine Lust davon, was aufzunehmen. Weil, naja, ich finde so gesagt SWBF2 besser als SWEM. Nee, E. Keine Ahnung. Als da aus Empire at War. EAW. Ah, ich verliere hier gerade übelst. Und ich spiele die Magna-Wache, hallo. Das geht gar nicht auf Utapau. Leck mich fett. Mann, immer wenn ich zu Utapau ist meine Lieblingsmap. Ja, und ihr könnt ja mal in der Kommentare schreiben, weil wir gerade so vor uns über Mods geredet haben, was ich für Mods installieren soll und was ich auf welche Map ich da dann spielen soll. Also die, es gibt ja bei den Mods drei Buchstaben und die müsst ihr mal, ihr müsst die in die Kommentare schreiben. Also was wir mal erst zum Beispiel ihr schreibt jetzt in die Kommentare Dark Times und dann halt noch was gibt's denn für Dark Time Map? SPA1 oder so zum Beispiel. Das heißt so Space Map. Das was ich ja im ersten Part hochgeladen hatte, das zum Beispiel. Und wir sind immer gestorben. Ah ne, das zweite Mal sind wir glaube ich gestorben. Und ja, mein Nase ist ein wenig zu, Entschuldigung, damit mein Nase zu ist. Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Wo war ich stehen geblieben überhaupt? Sterben. Ach ja, damit ich gestorben bin. Und da könnt ihr halt mal in die Kommentare schreiben, was ich für Mods und welche Map ich spielen soll bei von den Mod. Ihr könnt halt mal in die Kommentare schreiben und ja. Mir würde schon einer einfallen. Kannst du in die Kommentare Ultimate schreiben. Ultimate Clone Wars. Ja, ich weiß,
weiß, das ist so gesagt. das ist so gesagt eines der besten Maps, die ich mag. Also so gesagt, das ist meine mein Lieblingsmod, meinte ich. Aber es soll noch ein besserer rauskommen, ein Mod von der Wolfman. Wenn ich es finde, kann ich ja mal die Seite verlinken und dann. Der macht wirklich geile Mods. Das ist wirklich sehr. Ich finde eigentlich so ziemlich alle Mods geil, außer die ganz, ganz krass unnötigen. Ah, B1 Kommandodruide. Nimm die. Ich hab schon gesagt, wir können es ja lesen, weil ich ja die Kampagne spiele, aber nein, ich lese das nicht vor. Ich, wie gesagt, diesen Map habe ich schon gespielt und ich möchte es nicht erst vorlesen. Das könnt ihr, so gesagt, das Ding ist aufdringlich, aber das könnt ihr schon. Wir können auf Pause klicken und dann könnt ihr euch das durchlesen. Oh. Ja. Ich lade mir hier nebenbei auch noch Lord of the Rings online runter. Deswegen kann es manchmal sein, dass ich dich nicht verstehe, weil dann meine ganze Bandbreite drauf geht. Niemals triffst du mich als High Ventress. Was spielst du für eine Map? Ich spiele nicht Unterbau. Nee, Police Master. Ah! Wie gesagt, mit dem Map Ultimate Battlefront. Ah! Und Asai Ventress gibt's hier auch und die verfolgt mich gerade übelst. Ich werd gestalkt von dieser. Gibt's da nicht der AA der Ahsoka auf der bei dem Mod? Nee, Ahsoka gibt's da nicht. Ach, nee. Also noch ja, nicht. Ja, das soll es im Battlefront The Clone Wars bei dem richtigen Clan der Wolfman rauskommen. Da ist sie dann dabei. So, mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Hier gibt's sogar Klonassassin. Ich weiß schon, aber ich hatte den mal schon. Was, wir sollen jetzt zu unserer Flotte zurückkehren und dann versuchen wir in dem Hangar wieder zu landen und wenn nicht, dann sterbe ich halt. Wie ich halt gerade geschafft habe. Damit ich gestorben bin und ja, spawn und dann haben wir es geschafft. Man müsste auch diese vierte Klon Assassin Power! Ja, und wir haben es geschafft, wir haben Sieg und naja. Dann ist dieser Part heute beendet und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bye.